Ja, herzlich willkommen, Max Legert. Danke, dass du kurz Zeit genommen hast für uns. Du hast deine sportliche Karriere bei SV Waldeck Obermenzig gestartet. Was hat dich dazu bewogen, dass du schon mit 12 Trainer wurdest und nicht deine eigene Spielerkarriere vorangetrieben hast? Ja, kann man vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, man muss ganz ehrlich sein, für die eigene Spielerkarriere hätte es nicht so weit gereicht. Wir waren ein gehobener Amateurverein, aber nicht auf dem Niveau und ich mit Sicherheit auch nicht mit dem Talent, dass ich jetzt die Chance gehabt hätte, selber dann auch den Schritt zu Bayern zu gehen, den ich dann später gemacht habe. Ich muss sagen, es war überhaupt nicht geplant. Ich habe ja eigentlich als Co-Trainer erstmal mitgewirkt bei meinem Heimatverein. Ich finde, da wächst man so ein bisschen rein. Fußballkindergarten, man hilft erstmal so mit, macht ein, zwei Übungen. Ich habe gemerkt, mir macht es Spaß. Und daraus hat sich da, muss ich sagen, auch wirklich aufgrund von richtig guten Trainern bei uns in meinem Heimatverein, also war wirklich so eine kleine Trainerschmiede, wo dann viele weggewechselt sind, ja, hat sich eine Leidenschaft entwickelt, die mich am Ende dann, ja, muss ich sagen, bis zu dem Club geführt hat, wo ich dann anfangs auch in der Fankurve stand, so den Club meiner Heimatstadt. Und von dem her war das dann eine überraschende, aber muss man sagen, am Ende auch über, ja, eigentlich 10 Jahre Trainertätigkeit, etwas längere Entwicklung. Und du hattest dann dein Abitur, hast dann studiert, VWL. Was war da die Intention, dass du VWL studiert hast? tatsächlich einfach Interesse. Also ich bin, mein Cousin hat es studiert, ich bin damit in eine Vorlesung gegangen, ich habe mir auch Sportwissenschaften überlegt. Das war sehr viel Statistik, sehr viel Mathematik. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann nicht so gut informiert. VWL ist auch ein reines Mathematikstudium. Also da habe ich zwischendurch schon geflucht. Aber so die Zusammenhänge, tatsächlich auch, glaube ich, das Interesse an wirtschaftlichen Themen, das hat mich gereizt und war kein einfaches erstes Studium, aber es hat Spaß gemacht. Und VWL-Student und Fußball-Nerd, wie konntest du das damals so vereinen? Ich glaube tatsächlich, dass es zu dem Zeitpunkt noch weniger Nerd war und mehr Praxis. Ich habe bei meinem Heimatverein weiter trainiert. Ich bin dann bei Bayern eigentlich über ja, ein Praktikum reingerutscht und konnte von dort an eigentlich VWL, ich sage mal so ein bisschen das Steife, auch mal mit dem Anzug in die Bank zu gehen, kombinieren mit weiterhin auf dem Platz stehen. Und das hat mir total Spaß gemacht und ich habe dann irgendwann eben festgestellt, der Trainingsanzug steht mir besser, ist vielleicht auch ein bisschen gemütlicher als der Anzug, den man dann in der Bank oder in der Versicherung anzieht. Und ich glaube, aber am Anfang war es tatsächlich weniger Nerd, sondern wirklich mehr Trainer, auch eine gewisse Leidenschaft, mit den Spielern zu arbeiten, ja, mal eine Motivationsrede zu halten, eine Mannschaft anzupeitschen, auch an der Seitenlinie, sagen wir, nicht nur still da zu sitzen, sondern ja, auch eher wie Alex jetzt bei uns an der Linie Feuer zu geben, den Spielern viele Hilfestellungen zu geben. Und ja, gerade in meinem Heimatverein, das ist natürlich bei Bayern dann noch ein bisschen anders gewesen, war es schon so, dass ich viele Spieler einfach ja, über 6, 7, 8 Jahre begleitet habe. Und das ist natürlich was dann schon Spaß macht und wo man einfach eine Beziehung zu den Spielern aufbaut. Und danach warst du bei FC Bayern München im Nachwuchsbereich tätig. Warum wolltest du kein Trainer mehr sein? Also ich war am Anfang Trainer. Am Anfang, ja, dann hast du Genau, das also gestellt. Förderkadertrainer und Scout, stand also auch mit auf dem Platz, hatte so ein bisschen beides. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es sich ergeben hat und ich bin aber nicht ganz unglücklich drüber, weil dieser Weg im Nachwuchs, machen sehr viele Sportstudenten erstmal Co-Trainer über ein paar Jahre, dann Cheftrainer. Der ist immer auch ein Stück weit davon abhängig, hat man jetzt vielleicht einen guten Jahrgang, hat man Glück, dass auch auf einen gesetzt wird. Und ich hatte das Gefühl, so im Scouting, auch in dieser Koordinatorenrolle, die ich dann übernehmen durfte, relativ schnell, konnte ich relativ viel gestalten und konnte ja, eigentlich auch zeigen, dass ich in meinem Heimatverein schon ein bisschen was gelernt habe. Gemeinsam mit den Trainern, muss ich wirklich sagen, das war so fußballerisch mit die schönste Zeit, einfach weil wir ein super Team hatten und viele Themen vorantreiben konnten, finde ich auch echt ja, super Mannschaften zusammenstellen konnten, wo es viele Spieler dann ja, bis jetzt in die U17-Bundesliga, in die U17-Nationalmannschaft geschafft haben. Also wir haben so einen kleinen Paradejahrgang, auf den wir alle ganz stolz sind, sagen 2006, wo jetzt wirklich 4, 5 deutsche 9 Nationalspieler rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Stück weit, diese Jahrgänge dann nicht nur zusammenzustellen, was zum Großteil dann auch andere, also es ist immer eine Teamleistung, eine Mannschaft zusammenzustellen, aber auf diese Jahrgänge auch ein bisschen aufzupassen, also sie zusammen weiterzuentwickeln, die richtigen Spieler zu finden, die noch dazukommen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen dann die Eintrittskarte, dass dann die Nachwuchsleitung auch gesagt hat, ja, wir können den vielleicht für das ein oder andere, können wir ihn auch gebrauchen. Der macht das auf dem Platz ganz ordentlich und der kann vielleicht auch, ja, durchaus mit dem, was ich auch im Studium gelernt habe, meine Excel-Tabelle bedienen, meine Präsentation zusammenbauen oder eine vernünftige Idee zu Papier bringen. Und du bist jetzt 28, seit Januar 2022 bist du Chef-Scout beim FC Basel und reichst dich in die Kategorie ein, die unter den Neuzugängen von Präsident David Degen nicht untypisch sind, jung, von einem europäischen Top-Club.
Wie ist deine Beziehung zu David? Du kennst ihn ja schon länger, als er noch Spielerberater war. Also ich habe David als Spielerberater kennengelernt. David hat eine unglaubliche Energie. Das ist ansteckend. Das war tatsächlich auch in unseren ersten Gesprächen schon total motivierend, dass ich das Gefühl hatte, hier passiert gerade was. Und für mich war auch, ich habe meinen Vertrag dann beim FC Bayern im Sommer 2021 beendet und hatte dann ja verschiedene Gespräche und habe dann aber schon noch so das Gefühl gehabt, ich würde gerne wo dabei sein, wo ich auch zeigen kann, dass das im Herrenbereich funktionieren kann. Also das, was ich im Nachwuchsbereich so ein bisschen gelernt habe, und zwar bei Bayern dann auch der Übergang zwischen U17, U19, dann eben U23. Wir hatten die in der dritten Liga, was in Deutschland schon ja, einfach Profibereich ist. Man spielt mal in Kaiserslautern, das sind 50.000 Zuschauer, man spielt mal in Dresden, das sind 30.000 Zuschauer. Also das ist Profibereich und tatsächlich diesen Pfad von jungen Talenten zu begleiten, auch in der Mannschaft dann widerspiegeln zu können, das fand ich eine extrem spannende Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe mich da von David insbesondere, aber auch von Philipp Kaufmann anstecken lassen, von ihren Ideen, von ihrer Strategie. Und ich glaube, dass es am Ende sehr gut zusammengepasst hat, weil diese Spieler, die sie jetzt auch ein Stück weit im Fokus hatten, schon bevor ich kam. Das waren die Jahrgänge, die ich jetzt über die letzten Jahre intensiv begleitet habe. Also ich habe der U15, U16 Nationalmannschaft, die Jahrgänge 2002, 2003 bis zu den Jahrgängen 2005, 2006, die ich sehr gut kenne. Und ich glaube, dass wir deswegen da auch relativ schnell zusammengefunden haben. Und es ist bis heute so, dass ich von Davids Energie beeindruckt bin, dass er uns mit Sicherheit auch fordert. Also er challenged uns. Wenn wir eine Idee haben, möchte der auf den Grund gehen. Aber ich glaube, genau so kommen wir voran. Und ich genieße es total, dass wir anders als in jetzt, du hast europäische Topclubs gesagt, aber dass wir anders als in diesen ganz großen Clubs ganz kurze Entscheidungswege haben und deswegen auch die Möglichkeit haben zu gestalten. Und jetzt, wenn man auf den FC Basel schaut, seit ein paar Jahren kann der FCB keine Spieler mehr von der Jugend oder wenige in die erste Mannschaft bringen. So muss man primär auf internationale Talente setzen. Wie sieht dies in den nächsten Jahren des Nachwuchses aus? Ja, also für mich ein sehr wichtiger Punkt, bei dem ich dann vielleicht ein, zwei Schritte weiter ausholen würde. Ich finde, dass es ganz elementar ist, und ich komme genau aus diesem Nachwuchsbereich, dass es einem gelingt, diese Nachwuchsspieler wieder nach oben entwickeln zu können. Und wir saßen mit Remo Gaukler, mit der Nachwuchsleitung, auch mit Johannes Moos, unserem Nachwuchschefscout, zusammen, sind auch die Kader und Jahrgänge durchgegangen und müssen ehrlicherweise sagen, die Qualität der Jahrgänge insgesamt ist nicht das, was wir uns beim FC Basel vorstellen. Das soll überhaupt keinen einzelnen Spieler diskreditieren und soll niemanden und auch keine Arbeit jetzt in schlechte Licht rücken. Aber es ist einfach so, dass viele Spieler, die aus den Jahrgängen bei der ersten Mannschaft mittrainiert haben, die Cheftrainer nicht überzeugen konnten. Und das, glaube ich, hält jetzt schon 2-3 Jahre an. Und das muss man dann auch ehrlich zusammenfassen. Und ich glaube, dass Remo Gaukle dieses Thema, seitdem er da ist, jetzt ganz, ganz aktiv angeht. Ich glaube auch, dass es in der Mannschaftszusammenstellung jetzt halt von unten heraus schon wesentlich besser funktioniert. Also ich muss sagen, die Jahrgänge 2005, 2006 machen uns total viel Freude. Ich glaube, da haben wir mehrere Einzelspieler drin. Und wir haben natürlich auch in den Jahrgängen drüber Einzelspieler, die ein großes Talent haben. Aber ich finde, es gibt wenig, was intuitiver ist als ein gutes Mannschaftsniveau. Und da war der FC Basel vielleicht dann auch in der Jugend ein bisschen zurückhaltender, die besten Talente aus der Schweiz erstmal zum FC Basel zu holen, erstmal aus der deutschsprachigen Schweiz, dann aber aus der gesamten Schweiz, um dann tatsächlich diese Top-Talente, die normalerweise aus dem Großraum Basel kommen, also wenn man sich die Geschichte anschaut, sind es vor allem ja Spieler, Basler Spieler aus dem Großraum Basel, die dann natürlich auch Identifikationsfiguren sind, die diese Identifikation mit den Fans schaffen können. Aber diese Spieler wurden in den letzten Jahren zum einen vielleicht nicht so gefördert, vielleicht auch nicht so gefunden. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Spieler, die bei Partnerclubs vom FC Basel waren, die spielen jetzt bei anderen Super League-Vereinen in tragender Rolle. Das darf uns nicht passieren. Also da müssen wir besser arbeiten insgesamt. Und da sind sehr, sehr viele Leute beteiligt. Um das jetzt aber so ein bisschen rund zu machen, ich glaube, dass es uns jetzt einfach wieder gelingen muss, diese Brücke zu schließen. Und für mich schließen sich internationale Talente und nationale Talente keineswegs aus. Also das soll eigentlich Hand in Hand gehen. Und wir werden immer wieder sehr jungen Spielern die Möglichkeit geben können, in der ersten Mannschaft auch Spielzeit zu bekommen. Und das müssen für mich ganz klar Schweizer Spieler sein. Ich glaube, dass uns das ab den Jahrgängen 2005, 2006, also Jungs sind jetzt 16, 17 Jahre, wir müssen jetzt keinen Namen entlocken können, weil das sorgt dann nur für einen gewissen Ballast auf den Schultern bei den Jungs. Aber ich glaube, wir können uns da auf einige freuen, die bei der ersten Mannschaft schon mittrainiert haben.
Und was dann einfach mit hinzukommt, ist, und ich glaube, das ist auch was, was wir nach außen ein Stück weit erklären müssen, ist, wenn in den Jahrgängen ein oder zwei internationale Spieler mit dazukommen, dann ist es nicht, um den Schweizer Spielern einen vor die Nase zu setzen, sondern um das Mannschaftsniveau anzuheben und natürlich schon auch diesen Spielern, die wir international verpflichten. Wir haben jetzt hier mit Aaron Akale einen jungen Franzosen mit dabei, der uns viel Freude macht. Natürlich, um diesen Spielern auch den Sprung zu ermöglichen, aber das kann Hand in Hand gehen und das schließt sich für mich keineswegs aus. Du erwähntest schon öfters, dass junge, eben auch internationale Talente in einer Mannschaft wichtig sind. Eine Mannschaft aber auch Stützsäulen aus erfahrenen Spielern braucht. Also die Frage 1 wäre hier, gibt es ein junges internationales Talent, das man geholt hat, welches jetzt schon eine Stütze ist für diese Mannschaft? Zum Beispiel, an wen denkst du gerade? Also ich denke ganz klar an Wouter Burger, der auch schon Mitglied des Mannschaftsrates ist, der für mich in seiner Mentalität, in seinem Auftritt was absolut Besonderes hat. Also er ist jemand, der im Basketball würde man sagen, in der Crunch-Time. Also er fordert den Ball, er übernimmt Verantwortung, er hat eine besondere Mentalität. Und ich glaube, das macht unheimlich Spaß, ihm auf dem Platz zuzuschauen in solchen Spielen. Ich glaube, er ist auch jemand, der eine Identifikation mit den Fans stiften kann. Nicht nur, weil er das FC Basel-Tattoo jetzt quasi auch unter der Haut trägt, sondern ich glaube, er ist jemand, der in diese Rolle dann ja auch relativ schnell reingewachsen ist. Und mit Sicherheit ist ein Schlüssel die Sprache. Also müssen wir insgesamt vielleicht auch noch mehr unterstützen, die Spieler schneller Deutsch lernen. Das ist mit Deutsch und Französisch dann oft ein bisschen diffizil, weil man mit beiden so ein bisschen durchkommt und im internationalen Fußball Englisch natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, um diese erste Frage zu beantworten, diese jungen Spieler können da hineinwachsen, aber die Fans werden sich immer mit dem Schweizer Spieler noch ein Stück weit mehr identifizieren können. Und da werden wir in den nächsten 2-3 Jahren noch wieder Schweizer Spieler haben, die diese Rolle nicht von Anfang an ausfüllen können, aber wie ein Wouter Burger dann nach 12 bis 18 Monaten ausfüllen können. Hat es deiner Meinung nach genug Säulen oder beziehungsweise Identifikationsfiguren momentan in der Mannschaft? Ich glaube, das müssen die Fans ein bisschen mehr beurteilen. Ich kann es mehr aus sportlicher Sicht beurteilen. Die Identifikation, auch wenn die bei mir nach einem Jahr wächst und würde ich sagen auch durchaus da ist, macht unwahrscheinlich viel Freude, in St. Jakob Park zu gehen, auch mit der Unterstützung von der Muttenzer Kurve. Aber ich glaube, dass das was ist, das muss eher so ein bisschen das Umfeld bewerten. Es ist für uns nicht unwichtig, für uns ist am Ende der sportliche Aspekt gewichtiger und spielt die größere Rolle. Und da müssen wir sagen, dass die Säulenspieler so, wie wir sie jetzt auch eingeplant hatten, in der Hinrunde nicht so funktionieren konnten, auch sportlich nicht so helfen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten. Ich glaube, das ist eigentlich relativ klar, wenn man sich so die Aufstellung anschaut, wenn man sieht, wie viele Spieler wir jetzt von der älteren Alterskategorie, also älter in Anführungszeichen, das sind alle Spieler, die fitnesstechnisch, fußballerisch noch auf dem Top-Niveau sind, dann haben sie nicht so viel Spielzeit bekommen. Das war eine Chance, wo die Jungen so ein bisschen reingestoßen sind. Und wir werden da mit Sicherheit auch in diesem in Anführungszeichen mittleren Alterssegment, wo jetzt ja gerade eigentlich nur ein Kasim Adams drin ist, wo wir natürlich auch nochmal Spieler verloren haben, wie ein Paitim Kasami, den wir auch durchaus gerne gehalten hätten, der aber ja dann auch ein attraktiveres Angebot hätte. Und da muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, genau in dieser mittleren Alterskategorie, wo fußballerisch, wirtschaftlich die wichtigsten Verträge einer Karriere unterschrieben werden, musste der FC Basel einfach ganz klar sein Budget den Gegebenheiten anpassen und deswegen war das auch ein Stück weit schwieriger, da Spieler zu verpflichten. Und wenn wir auf Schweizer Nationalspieler in dem Alterssegment schauen, die verdienen ehrlicherweise einfach ein Vielfaches von dem, was dann auch in der Schweizer Super League und es betrifft alle Vereine zu realisieren ist. Jetzt schauen wir auf deine Aufgabe beim FC Basel. Der internationale Scouting-Markt wurde in den letzten Jahren ja immer härter und man musste schon viel früher am Spieler dran sein. Wie fällt ein Spieler, der erst 14 oder 15 ist, positiv aus, auf? Wie siehst du das? Also ich glaube erstmal mit dem, der seine besondere Fähigkeit hat. Eine besondere Fähigkeit im übertragenen Sinne von einer Waffe zu sprechen, also was ihn einfach von allen anderen Spielern unterscheidet, ist sehr interessant und die kann ganz vielseitig sein. Bei 14-, 15-Jährigen muss ich sagen, ist bei uns jetzt intern dann eher die Nachwuchs-Scouting-Abteilung zuständig. So unsere Schnittmenge ist eigentlich dann ab der U16, U17 Alterskategorie, wo wir gemeinsam sichten und diese Spieler dann auch gemeinsam beurteilen, um versuchen eine Verpflichtung zu realisieren. Ich glaube, dass dort, ohne jetzt auf die, jetzt wird es laut hier im Hintergrund, ohne auf die einzelnen Spieler einzugehen, für uns ganz wichtig, dass wir Spieler möglichst lange kennen. Möglichst lange kennen bedeutet dann, sie über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten, im Idealfall 18 Monaten zu begleiten. Und das ist für mich aber national wie international eigentlich das Gleiche. Wir versuchen
besondere Spieler für den FC Basel zu finden und sie am Ende dann auch von dem Weg und natürlich auch von der Spielzeit, die wir ihnen, anders als auch in europäischen Ligen, sowohl im Nachwuchs in der Alterskategorie drüber, als auch bei den Profis dann relativ jung Spielzeit zu bekommen, sie davon zu überzeugen und dann auch für uns gewinnen zu können. Junge Spieler werden ja heutzutage sehr früh aus ihrem Umfeld und aus ihren Familienverhältnissen wie weggenommen. Ist es auch deine Aufgabe, diesen Switch möglichst unkompliziert zu gestalten? Also ich glaube, wir haben erstmal eine große Verantwortung. Wenn wir einen Spieler, und du hast es jetzt sehr hart formuliert, aus seinem Umfeld, seinem persönlichen Freundeskreis, seinem Schulumfeld herausreißen, dann müssen wir in Basel am Ende Bedingungen schaffen, wo er sich komplett wohlfühlen kann. Und gerade wenn man einen internationalen Transfer macht, wird es immer Momente geben, in dem wir werden leicht geärgert von den Fliegen hier, wird es immer Momente geben, die nicht ganz einfach sind. Gerade jetzt, wenn eine sprachliche Hürde mit dazwischen ist, dann ist es, glaube ich, für die Jungs nicht einfach, muss man schon so sagen. Und wir versuchen ihnen da aber auch die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Bei dem Herausreißen, finde ich, ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn man das als Fußballverein verantwortungsvoll gestaltet, glaube ich, können die Jungs, trotzdem, dass sie auf viel verzichten, also sie gehen normalerweise mit 16 und 17 dann nicht wie ihre Kollegen das erste Mal zum Feiern und verzichten allermeistens auf Alkohol, Gott sei Dank auch auf Zigaretten. Also man hat Entbehrungen, viele davon sind sinnvoll, die muss man auch nicht unbedingt machen, aber man hat natürlich ein bisschen anderen Tag und vor allem sehr, sehr strukturierte, vollgepackte Tage. Wenn wir die Jungs dort unterstützen, glaube ich, können sie mit all den Erfahrungen, also dann auf internationale Turniere zu fahren, auch mal ins Trainingslager zu fahren, wie hier auch, das ist ja für viele junge Spieler das erste Mal, das ist ja irgendwo auch ein Luxus, was Tolles, das zu erleben. Ich glaube, dann können sie eine großartige Zeit haben und dann können sie auch, wenn es vielleicht am Ende der U18 oder der U21 nicht reicht, mit, egal ob es ein Sportstudium ist, für viele geht die Möglichkeit auf, in die USA zu gehen zum Studium, was ich eine großartige Möglichkeit finde. Und dann kann man sagen, ein Spieler hat es eigentlich nicht geschafft, aber er hat jetzt trotzdem ein Scholarship in den USA, hat ein 90% oder 100% Stipendium und das ist eigentlich $300,000 oder $400,000 wert. Der macht einen großartigen Schulabschluss, Schul- und Studienabschluss. Das kann am Ende ein rundes Paket werden. Aber ich finde, wir müssen darauf achten, dass bei all der Erwartungshaltung, schon auch bei all dem Ehrgeiz und dem Anspruch, den wir haben, dass dann einfach ein junger Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Und dem, glaube ich, müssen wir verantwortungsvoll begegnen. Und auch am Ende als Scouting-Abteilung, wir sind oft die Ersten, die den Spieler kennenlernen. Und dann ist es für mich auch selbstverständlich, dass jetzt mein Team oder ich, dann auch wenn ein Spieler nach Basel kommt, dass wir mit dem dann mal essen gehen, dass wir ihm vielleicht, wenn es ein Italiener ist, die beste Bar für einen Espresso zeigen oder die beste Eisdiele. Und ja, jetzt wie bei einem spanischen Neuzugang dann auch mal die ein, zwei Tapas-Bars, die es in Basel oder dann auch auf deutscher Seite in Freiburg gibt, dass man die mal zusammen ansteuert, um tatsächlich auch einem jungen Menschen, der ankommt und wahnsinnig viel Einflüsse hat, dann ein gutes Gefühl zu geben. Auf welche außersportliche Aspekte achtest du, zum Beispiel Persönlichkeit, Umfeld? Finde ich eine sehr interessante Frage. Inzwischen habe ich das Gefühl, sind die Spieler ein bisschen von ihren Beratern gecoacht. Also die gehen tatsächlich auch in Gespräche mit Trainern, mit Verantwortlichen wie uns, gehen die gut vorbereitet rein. Die bekommen Infos zum Verein. Ist fast wie ein Bewerbungsgespräch. Und es wird sich wirklich gut darauf vorbereitet, das muss man so sagen. Ich glaube, dass es am Ende dann interessant ist, wenn der Spieler wirklich ins Reden kommt. Also wenn man auch ein, zwei Fragen hat, um ihn ja vielleicht mal ein bisschen aus der Reserve zu locken, mal eine Antwort zu bekommen, die jetzt vielleicht nicht in den vorbereiteten Unterlagen steht, dann wird es interessant. Und am Ende geht es darum, ist ein Spieler begeisterungsfähig? Und natürlich versucht man das abzuschätzen, ihn auch in Trainingseinheiten zu beobachten, ihn und seine Familie kennenzulernen, mehr herauszufinden über Auswahltrainer, über Nationaltrainer, wie verhält er sich in schwierigen Situationen, kann er mit Schwierigkeiten, mit Widerständen umgehen. Das, glaube ich, ist ein sehr interessantes Thema. Es ist aber nie zu 100% vorzubereiten. Das heißt, wir treffen eine Einschätzung, wir sammeln so viele Informationen wie möglich ein, aber es ist am Ende tatsächlich schwierig, das präzise vorherzusagen, aber ich finde, es ist unsere Aufgabe, es so gut wie möglich vorherzusagen. Schauen wir genau mal auf den FC Basel. Also mittlerweile spielen ja zum Beispiel Jean-Kevin Augustin oder Katterbach und die waren ja da, als du auch schon beim FC Basel warst. Hatten mal zum Beispiel einen Marktwert wie Jean-Kevin Augustin 25 Millionen, Katterbach 7 Millionen und mittlerweile sind sie ja stark gesunken, ihre Marktwerte. Wird man in Zukunft beim FCB öfters junge Talente beim Spielen sehen, die mal einen hohen Marktwert hatten? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Pauschal lässt sich das mit Sicherheit nicht beantworten. Bei beiden, muss man ehrlich sagen, gibt es sowas wie einen ersten Karriereknick. Ich glaube, bei Noah ist er ein bisschen kleiner. Er hat in Köln schon ein paar Spiele gemacht. Er ist immer noch sehr jung.
21 Jahre alt, deutscher 21 Nationalspieler. Er bringt sehr, sehr vieles mit, konnte dann vielleicht auch wirklich so in seinem Heimatclub Köln die Erwartungshaltung nicht ganz erfüllen. Bei JK, wie wir ihn oder wie er hier gerufen wird, glaube ich, ist die Situation ein bisschen anders. Also er war wirklich ein absoluter Shootingstar in Leipzig, hat dann auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Pech gehabt mit dieser Transferposte nach England, wo ja über 2 Jahre danach immer noch gerichtlich gestritten wurde. Hatte dann nochmal Pech mit einer Long-Covid-Erkrankung und ist jetzt auf dem Weg zurück. Der Weg zurück ist lang, gerade wenn man fast 2 Jahre nicht gespielt hat. Und so ein muskulöser, athletischer Spieler ist wie er, wird man immer wieder auch durch kleinere muskuläre Verletzungen zurückgeworfen. Deswegen, wir versuchen ihn da bestmöglich zu unterstützen. Ich bin überzeugt davon, wir werden mit ihm noch viel Freude haben. Und es wird mit Sicherheit für uns auch immer mal eine Möglichkeit sein, jemanden, der vielleicht einen ersten kleinen Knick hatte in seiner Karriere. Es geht leider dahin, dass die Jungs sehr früh, sehr schnell nach oben gepusht werden. Und da fällt vielleicht der ein oder andere dann auch mal nicht ganz nach unten. Das hoffe ich, dass das alle Vereine zu finden müssen. Aber fällt dann zwischendurch mal ein bisschen tiefer. Und dann, glaube ich, können wir schon auch da sein und können in Anführungszeichen mal den zweiten Bildungsweg anbieten. Wenn es nicht sofort fürs raketenhafte Durchstarten und oben etablieren gehalten hat. Ich glaube aber schon, dass es auch der gesündere Weg am Ende für Spieler ist, sich kontinuierlich zu entwickeln. Und das versuchen wir natürlich auch mit ihnen bei uns. Und du als Scout hast sicher einen sehr intensiven Austausch mit Alex Frey. Gab es Situationen, wo du dir etwas mehr Geduld vom Trainer bei einem neuen Spieler gewünscht hättest? Also zum Beispiel, dass er zu schnell als Misstransfer eingestuft wurde? Also tatsächlich, ich habe einen guten Austausch mit Alex Frey. Noch intensiver ist er mit Sicherheit jetzt dann mit Philipp Kaufmann als Kaderplaner zuletzt gewesen. Also der wirklich sehr eng in der Mannschaft dran ist, natürlich jetzt auch mit Heiko Vogel. Also ich habe dann schon eher die externe Perspektive und die beiden in ihrer technischen bzw. dann sportlich leitenden Verantwortung sind da noch näher an der Mannschaft dran. Ich muss sagen, ich habe Alex in den Diskussionen für den Trainer als sehr geduldig empfunden. Ich habe schon mit anderen Trainern zusammengearbeitet, die viel ungeduldiger waren. Deswegen, ich glaube, Alex hat ein gutes Gespür für die Spieler, hat auch in der Kommunikation seine Stärke. Am Ende ist der Trainer immer ein bisschen kurzfristiger, also lässt sich vielleicht von einer guten Leistung, und ich spreche allgemein über Trainer, dann nochmal mehr dazu verleiten, den Spieler nach oben zu loben oder nach einer schlechten Leistung ihn auch vielleicht schneller zu kritisieren. Da ist natürlich jetzt so aus Kaderplanungsperspektive, aus Sportdirektoren oder auch aus Chefscout-Perspektive ist der Entwicklungshorizont immer ein bisschen länger, gerade bei jungen Spielern. Aber ich muss sagen, da hatten wir bisher wenig Differenzen, wenig unterschiedliche Meinungen und glaube ich, haben es auch bei einigen Spielern, nicht bei allen, aber bei den meisten Spielern hinbekommen, dass sie dann den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben. Und ich glaube auch, das ist was, womit sich am Ende die Fans identifizieren können, wenn ein junger Arnau Comas zu uns kommt und vielleicht noch ein bisschen schüchtern in die Kamera blickt und dann ist er aber 3 Monate später schon in der Position, dass er Verantwortung übernimmt, dass er mit einer leidenschaftlichen Grätsche ein Zeichen setzt. Ja, und dann glaube ich schon auch, wenn er ein Tor erzielt, sich so auf die Mutenzer-Kurve zubewegt, dass man das Gefühl hat, ey, der ist hier angekommen, der fühlt sich wohl und der möchte tatsächlich auch, gut, seine Farben waren davor auch schon rot-blau, aber der möchte unbedingt auch in rot-blau in Basel möchte seine Tore erzielen. Zum Abschluss noch, erwartest du jetzt in dieser Transferperiode Zuzüge, Abgänge? Wie steht das momentan in dieser Hinsicht? Ich glaube, da kann ich mich jetzt insofern, oder kann ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, sondern ich kann einfach das zitieren, was dann David und Philipp, ich glaube auch Heiko, schon öffentlich kommuniziert haben, dass es bei uns noch 1-2 Themen gibt, die wir einfach beobachten, ehrlicherweise auch mehr schon in Richtung Sommer. Sollte sich das jetzt schon ergeben, könnte sein, dass noch was passiert, aber wir haben den großen Kader und es wird sich eher was auf der Abgangsseite tun. Ich denke, dass da wichtig ist, für 3-4 Spieler einfach noch Spielpraxis zu bekommen. Das ist die wichtigste Währung für junge Spieler und genauso verantwortungsvoll müssen wir dann auch bei zukünftigen Neuzugängen damit umgehen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Besten Dank für deine Einblicke, deine Arbeit und wünschen dir viel Erfolg. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut hier zu sein und ich hoffe an alle FCB-Fans, die dann auch mit dabei sind, dass wir uns in der Rückrunde dann sehr zahlreich wieder im Jockeli sehen. Danke vielmals. Dankeschön. Danke vielmals. Sehr gerne.